Wenn du athletisch trainiert bist, glaube ich, das bringt dir heutzutage sehr viel. Du musst gar nicht so ein abgemagerter Fahrer sein. Ja, da ist es eher besser, wenn du ein bisschen athletischer bist, glaube ich. Ja. Und jetzt ist er schon in Sölden. Wir haben die Ortstafel gesehen. Letzte Linkskurve. Und dann kommt er dorthin, wo er heute gestartet ist. Dann ist es in wenigen Metern soweit. Jetzt auf der rechten Seite noch diese Rechtskurve bis in den Ort. Also Ortsgebiet Sölden schon erreicht. Johnny Hocherland, der Führende des 40. Ötztaler Radmarathons 2021. Und ich glaube, es ist auch nochmal etwas Spezielles, wenn ein Jubiläum gewünscht wird, zum Beispiel zum 40-Jährigen. Ich kann mich zurückerinnern, das Resort Austria, das 10-Jährige durfte ich dann dazu mal gewinnen. Das war schon was ganz Besonderes und da spielt sich so viel im Kopf vor. Also auf die letzten Kilometer schon richtig Tränen in die Augen und ich glaube, dass der Johnny das sicher auch jetzt so fühlt und sich denkt. Jetzt zieht er sich mir die Handschuhe, jetzt bereitet er sich schon vor einem Monat. Das sind die Profis. Er hat dich am Ohr vermutlich. Jetzt wird er sich mir das Gesicht ein bisschen putzen. Das habe ich gestern auch gemacht. Ich habe mir noch meine Nasenpflaster abgerissen, damit ich schön fotogen ausschaue. Also deine Siegerpose beim 10. Restaurant Austria? Mit der Flagge, rot-weiß-rot. So. Wir durften. Weil bei uns gab es das nicht und durfte so über die Ziellinie fahren. Also ich glaube, da ist jetzt richtig gute Stimmung da und da brodelt es jetzt. Und ich glaube, die werden jetzt aufsagen, die Stimmung. Und es ist total cool, eben, wenn man da jetzt live dabei ist, weil quasi gewinnt man da dann mit, wenn man einfach das Gefühl oder sich mit ihm mitfreut. Das ist echt so ein cooles Feeling. Die letzten 500 Meter, also er ist beim Start schon vorbei, da, wo heute in der Früh gestartet wurde. Dann geht es da jetzt ins Ortszentrum und dann muss er rechts über die Brücke und dann ist er gleich im Ziel. Also. Ja, jetzt hören wir schon die Polizeisirenen, jetzt ist er dann wirklich gleich da, die letzten 500 Meter. Und fährt bei uns länger die Gelegenheit haben zu sprechen über diesen Ötztaler, aber jetzt... Da muss er jetzt nur noch rechts abbiegen. Also die letzten paar hundert Meter, zahlreiche Zuschauer. Schaut euch das an. Was für eine Stimmung. Unglaubliche Stimmung, so cool. Echt gewaltig. So, und welche Siegerpose kommt jetzt wohl? Jetzt sind wir gespannt. Letzte Rechtskurve und dann geht's rein. Jetzt kann er durchschnaufen und genießen. Nimmt auch ein bisschen raus eben. Da geht's jetzt in Richtung Ziel. Johnny Hocherland, der Sieger des Ötztaler Radmarathons. Jawohl, beide Hände. Er hat die Klassiker mit Fäusten. Oder gestern dir noch zugeschaut und gesagt, ich mach's auch klassisch. Ja? 40. Radmarathon, Klassiker, fahren wir klassisch durchs Ziel. Herzliche Gratulation, Johnny Hocherland bekommt jetzt den Siegerkranz, freut sich. Also man sieht, wie besonders das für ihn ist. Dann nimmt er noch den Helm ab. Der ist kaputt, das darf er sein, aber Emotionen, Freude beim Holländer. Auf das hat er sich gefreut. Und ich glaube, der Helm nach so einer langen Fahrzeit ist jetzt einmal fein, den wieder abzusetzen. Also der wird jetzt einfach leider erleichtert sein. Ja, man sieht eben auch, wie gezeichnet er ist. Also was das auch alles abverlangt hat, Johnny Hocherland, diese 238 Kilometer, 5500 Höhenmeter. Und er ist da als erster wieder zurück in Sölden, hat da die Trophäe bekommen. Diese ja, aber er sitzt sich nicht einmal hin, also ist auch ein gutes Zeichen. Ja, da gibt es schon ganz andere Finisher, die was nachher nur noch erschöpft am Boden liegen, fast gar nicht mehr wegkommen. Aber ich glaube, kommen ihn dann gleich zum Interview. Carina Totti, die nimmt ihn da schon mal ein bisschen zur Seite und ich und glaube... Entschuldigung, Sebastian, die Zeit, den Vorsprung, den er rausgefahren hat, ist eigentlich ein Wahnsinn. Also da ist ein riesengroßes Loch aufgegangen. Ich glaube, wir sind bereit, Carina, mit Johnny Hocherland. So ist es. Johnny, herzliche Gratulation, Sieger des 40. Ötztaler Radmarathons. Wie geht's dir denn jetzt? Ja, passt schon. Eigentlich die letzte 20 Kilometer habe ich schon geglaubt, jetzt wird's gehen. Ich habe einen super Tag gehabt. Die erste Anstieg habe ich schon gemerkt. Dann hat einer von Kanadiern hat so Gas gegeben, waren wir noch mit 5. Aber ich war noch nie am Limit. Und dann ist natürlich der Marki attackiert und
ich weiß schon, der Marke war Zweiter vor 2 Jahren und ist schon ein starker Fahrer natürlich. Und dann habe ich ziemlich früh eigentlich gegen attackieren müssen. Am Brenner waren wir schon mit 3 da hinten. Aber ich habe mich immer noch am Laufen habe ich immer noch ein bisschen zurückhalten können. Und dann habe ich gedacht, am Timo Schoch alles raus. Und ich habe schon Krämpfe gehabt, die letzten 5 Kilometer, aber es hat gepasst. Ich wollte gerade sagen, wie geht's dir denn körperlich? Ja, jetzt fühle ich gar nichts. Jetzt passt gut. Wie waren denn die letzten paar hundert Meter hier durch Sölden, wo du die ganzen Zuschauer gesehen hast und gemerkt hast, die Stimmung ist gigantisch? Ja, es ist einfach Gänsehaut natürlich. Guter Freund von mir ist mitgekommen, Mario, und ja, ich weiß schon, dass viele Freunde natürlich das live anschauen. So, es war ein Traum. Man kann sagen, Österreich ein gutes Pflaster für dich. Du wohnst ja auch in Österreich, also der Heimat was Gutes getan heute. Ja, natürlich. Ich merke schon, dass ich früher Fehler gemacht habe, wenn ich noch Radprofi war. Weil jetzt fahre ich so viel in die Berge, das ist so ein Unterschied. Und ja, das ist schon ein großes Vorteil. So ist es, noch einmal aller herzliche Gratulation. Wir sehen uns dann später hoffentlich nochmal im Studio. Alles Gute. Vielen Dank. Wieder zurück zu euch ins Studio und wir warten natürlich auf die beiden Italiener, die dann auch in Bälde bei uns eintreffen werden. Carina, tolle Aussagen von Johnny Hogeland. Da gibt es einiges aufzuarbeiten. Als erstes, also wenn der in Österreich gewohnt hätte als Profi, dann hätte er die Tour de France offensichtlich gewonnen. Ja, sein Unterhaltungswert ist natürlich nicht zu unterschätzen. Er ist echt ein super lustiger Typ. Und ich habe ihn des Öfteren auch bei Höhentrainingslagern in der Sierra Nevada getroffen. Also er ist schon früher auch sehr viel Berge gefahren. Aber jetzt fährt er wahrscheinlich jeden Tag in Kärnten unten seine Hausrunden und hat sich dann einmal einfach spezialisiert auf dieses Bergfahren. Früher war er eher ein Allrounder, wie gesagt, gerade bei Mötztaler musst du dann einfach ein arrivierter, richtig guter Bergfahrer sein, dass du da gewinnen kannst. Ich glaube, der Schlüssel zum Sieg, dass er sich richtig eingeteilt hat, das hat er ja auch erwähnt, am Laufen ging noch was, er fühlte sich dann nie am Limit und das war offensichtlich das, was am Ende den Sieg ausgemacht hat. Aber ich bin jetzt richtig gespannt, wo jetzt da die entscheidende Attacke für 2 und 3 kommt. Also das ist jetzt, ist jetzt wirklich entscheidend, weil wenn du zu früh attackierst, dann bist du zu früh fertig und wenn zu spät, dann ist zu spät. Also das war jetzt wirklich spannend. Vielleicht fahren sie sogar Hand in Hand übers Ziel, haben wir auch schon öfter gesehen, wenn man dann zusammenarbeitet und sagt, weißt du was, eigentlich ist es egal, wir haben zusammen gekämpft und jetzt sind wir beide am Podium, das passt. Mal schauen, ja, aber vielleicht sehen wir noch einen Sprint. Ja, also ich bin ja einmal am Marathon mitgelaufen und da bin ich auch mit meiner Freundin gemeinsam gelaufen. Wir haben auch gesagt, wir laufen gemeinsam durchs Ziel, aber wir wissen jetzt natürlich nicht, was die beiden sich ausgemacht haben. Sie werden sicher sich darüber unterhalten haben, ohne Frage. Aber so wie ich das sieg. Ja, wenn es wirklich zum Sprint kommen sollte, glaube ich, ist Leopold frischer, hat sicher noch ein paar Kräfte mehr wie die Marke, weil die Marke ja, wie wir wissen, am Laufen so früh attackiert hat. Glaube ich, dass schon der Leopold da noch. Ja, der Demarke macht ja jetzt auch die Führungsarbeit, ja. Sprich, er ist im Windschatten, also er ist definitiv jetzt frischer, meiner Meinung nach. In der besseren Position definitiv. Aber die haben sich eben dort vor dem Tunnel dann ein bisschen zusammengeschlossen. Sie haben ja auch gesprochen, kann durchaus sein, dass sie sich das gar nicht zwingend im Sprint ausmachen, sondern eben gemeinsam über die Ziellinie fahren. Das könnte ich mir jetzt auch durchaus vorstellen. Demarke hat zum Beispiel die Regenjacken offen. Aber wenn ich jetzt in den Sprint reingehe, dann schaue ich, dass ich die Jacken wegkriege, weil das ist wie ein Fallschirm, gell? Also so sprint ich nicht. Das Guillaume hat Syndrom. Genau, das war wirklich schlimm zum Anschauen bei der Tour de France. Aber der Marke fährt halt Seitenbrenner so. Ja. Der hat immer Seitenbrenner schon, das Trikot, das Langarmtrikot offen, egal ob auf oder runter. 10 Watt extra. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wäre es ausgegangen. Ja, ich weiß nicht, ob er sich dessen bewusst eben ist. Vielleicht wird er im Nachhinein sagen, oh mein, was habe ich denn da gemacht? Aber ja, also da kann er sich noch sauber ärgern heute. Ja, aber Leopold, Hansjörg Leopold ist eigentlich jetzt nur am Hinterradl. Wenn, dann müsst ihr jetzt bald vorbeigehen, weil du musst vor der Rechtskurve als erster durchfahren, weil sonst geht sich das nicht mehr aus. Jetzt passiert was, ja, jetzt kommt die Attacke. Jetzt sehen wir es. Hansjörg Leopold mit dem Sprint und ist jetzt einmal vorne, aber die Marke, der hängt noch dran, der gibt nicht auf. Jetzt in die Kurve, ja, rausnehmen, aber. Aber das war jetzt ein. Ja.
Aber es war ganz klar, er hat jetzt Windschatten gefahren, also dass der jetzt mehr Kraft hat für den Sprint, war eigentlich vorauszusehen. Und das ist eben mit der 339 dann eben Hansjörg Leopold, der als Zweiter ins Ziel kommt. Und als Dritter eben Mattia De Marchi. Das ist das Podium. Erster Johnny Hocherland, Zweiter Hansjörg Leopold, Dritter Mattia De Marchi. Und auch damit drei unterschiedliche Nationen auf dem Podest. Das zeigt doch schön, was der Ötztaler ist. Ein sehr, sehr internationales Rennen. Aber jetzt echt ein großer Abstand, muss man sagen. Also wirklich ein Respektabstand, was sich da der Hocherland jetzt noch ausgefahren hat in die letzten Kilometer. Und zwei Kärntner am Podium. Mann. Ein zugereister, ein holländischer Kärntner und ein echter Kärntner. Also ja, die Burschen haben sie heute wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Ja, definitiv eine sehr, sehr gute Gegend zum Radfahren, auch Kärnten. Und Carina Dott, die schnappt sich da schon mal den zweiten, Hansjörg Leopold. Ja, und der Marki wieder am Stockholm. Das ist sensationell, darf man auch nicht vergessen. Und dann wahrscheinlich nächster. Ja, geben wir jetzt mal ins Interview und dann besprechen wir nachher noch die Podestplätze. Hansjörg, herzliche Gratulation. Zweiter Platz beim Ötztaler Radmarathon. Wie fühlst du dich denn jetzt? Ja, kaputt. Kaputt bin ich jetzt komplett, ja. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich bin den ersten Anstieg viel zu schnell gefahren und habe es dann zum Schluss richtig gebüßt. Leider. Ihr habt ja relativ gut zusammen gearbeitet, so hat es zumindest ausgeschaut. Mattia De Marchi und du, da ist er auch gerade. Wir haben gedacht, dass ihr vielleicht sogar zusammen über die Ziellinie fährt, aber man schenkt sich natürlich nichts beim Ötztaler Radmarathon. Nein, wenn es ums Podium geht, schenkt man sich da nichts. Ich habe eigentlich ab dem Jahr auf dem Boss ein Aufholjahr gestartet. Bin dann am Dimmelsjoch so von hinten das Feld aufgerollt und habe mir das nicht nehmen lassen heute. Also zumindest. Ja, nach vorne ist es eh nicht mehr gegangen, aber was halt möglich war. Wie schwer war denn der Angriff ganz am Ende? Wir haben gesehen, du hast nochmal alles gegeben. Ja, muss man einfach nochmal durchziehen, probieren. Also, wenn man schon so weit ist, muss man nochmal probieren, springen. Es ist auf jeden Fall herzliche Gratulation. Wir sehen uns hoffentlich später wieder bei uns im TV-Studio. Inzwischen alles Gute und danke dir, Hansjörg. Und wir schauen, glaube ich, gleich weiter, wenn wir dürfen, zu Mattia De Marchi. Mattia, congratulations. It was a really tough race. How did you feel, especially going up the Timmelsjoch? Yeah, it's very tough. Fortunately, it's no rain, but it's very, very cold. Crazy race, really, very, very crazy race. I attack in the Brennero because I not have, I think I not have a good leg for staying with Johnny in the climb, but the last 5 kilometers Rombo, I killed me. It was pretty cold, especially going downhill. How did you feel and how did you manage with the cold, especially with eating? Yeah, it's very cold, but with no rain, it's not a problem. With a good rest, it's not a problem. It's very, very tough. 2 years ago, I arrived second, it's another weather. It's very hot, but, bah. Are you still happy though with the third place, even though you were leading most of the race? I mean, it was 248 kilometers and third place is still on the podium and it seems like Ötztal is a very good area for you. Yeah, yeah, it's good for me. It's second race, Gran Fondo race in the year. Well, it's very, very happy. And next week I go to Granada for another race, but it's a different race. It's a 700 kilometer for 14 hours maybe. It's another goal for me. Today is good for me. I'm happy. Hansjörg Leopold und Mattia De Marchi, die haben beide auch eben Geschichten mit dem Ötztaler Radmarathon schon gehabt vor diesem heutigen Tag und heute, da haben sie noch ein langes, großes, wichtiges und erfolgreiches Kapitel dazu geschrieben. Hansjörg Leopold eben, wie angesprochen, pro Ötztaler 5500, da ist der 24. geworden, ist den auch zu Ende gefahren. Mattia De Marchi vor 2 Jahren auf dem Podest, also die sind auch erfahren. Es ist natürlich schon von großem Vorteil, diese Pässe auch zu kennen.
Absolut, aber der Hans hat es gesagt, der hat das Rennen ein bisschen falsch einteilt, der ist zu schnell losgefahren und das ist eigentlich immer diese, ich nenne es mal goldene Regel beim Ötztaler. Das Kühlteil musst du eigentlich so fahren, dass du sagst, ich bin zu langsam unterwegs. Aber klar, wenn ich für den Sieg fahren will, dann muss ich irgendwie in der Spitzengruppe dabei sein, dann kann ich mir es aussuchen. Aber es ist natürlich, wenn du da ein bisschen drüber gehst, an der Schwelle herumkratzt, dann wird es schwierig und ja, nachher kriegst du es halt am Ende dann präsentiert die Rechnung. Ich war super angelegt, ja. Essen einfach die ganze Zeit, ja. Und jetzt freuen wir uns auf was Festes wieder. Das glaube ich. Du als Heiminger hast wahrscheinlich sehr, sehr viele bekannte Gesichter gesehen am Straßenrand, oder? Ja, unglaublich. Leider Gottes kann man die nicht alle ganz so wahrnehmen, aber ich habe so oft meinen Namen schreien gehört. Das ist wirklich sensationell, wenn man da daheim direkt heuer sogar bei uns in Heiming vorbeifahrt. Das war schon ganz cool, ja. Das glaube ich. Patrick, auch dir herzliche Gratulation. Wie ist denn dir gegangen? Du bist ein bisschen enttäuscht. Ich bin gar nicht enttäuscht. Nein. Normalerweise hat er ja kalt Rucksack, gell? Mir war nicht einmal zu kalt. Mir war so zu heiß. Ich bin einfach zweimal glücklich gewesen. Also, zu kalt ist mir nie gewesen. Aber ich bin heilfroh im Ziel zu sein, weil es war so zart, dass ich immer die Uhr kaufe. Also, ich bin selten so eingegangen auf der einen Seite. Aber die Platzierung ist super und ich bin richtig stolz, dass ich das eigentlich als Ziel gebracht habe bei deiner Wetterprognosen und alles. Also ich habe wirklich kämpfen müssen, dass ich überhaupt da am Start gehe, weil das ist natürlich schwierig für mich. Ich habe mich nicht aussuchen können, nicht umziehen. Wir haben so einen Reißverschluss zu da müssen und alles. Ich habe stehen bleiben müssen. Und das ist halt schon eine Herausforderung für mich. Prost. Prost. Von dem her bin ich mehr als stolz, dass ich das als Ziel gebracht habe. Und das war meine Challenge, meine Herausforderung, dass ich das heute als Ziel bringe. Und das habe ich geschafft und das bin ich mehr als stolz. Du warst ja 2018 schon mal Dritter da. Was macht für dich so ein bisschen den Mythos Ötztaler Radmarathon aus? Der Mythos, ja. Weil ich das erste Mal gehört habe, bin ich ja noch in Osenburg irgendwo gewesen am Radl. Und wenn man denkt, du, der fährt da 7 Stunden mit dem Radl, 5000 Höhenmeter, also. Ich habe mir wirklich gedacht, ja, ganz Bachen kannst du da nicht sein. Und irgendwie dann bin ich ja doch irgendwie da reingewachsen und jetzt bin ich schön dabei und das ist der Mythos und jetzt ja wieder mein Highlight. Du bist ja auch aus dem Brixental, so wie ich. Ich würde sagen, wir grüßen jetzt mal unsere Heimat und vor allem alle, die dich auch unterstützt haben, oder? Die grüßen wir auf jeden Fall ganz fest und sind wir froh, es sind viele Brixner da auf der Strecke gewesen. Ja. Nochmal herzliche Gratulation, Patrick, und jetzt genießt dein Bier und einen schönen Abend und vor allem gute Regeneration. Ich hol mir gleich jetzt. Okay.